Timmy Little ist mit Blake Grayson zusammen? Oh mein Gott, das habe ich jetzt erst bemerkt. Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 14 des Lebensfreude Let's Plays. Ja, gestern ist nicht mehr so viel passiert. Ich habe noch Kim natürlich angewiesen, dass sie noch ein paar Textnachrichten an Timmy schickt. Der ist wieder ziemlich weit oben in der Beziehungsliste, was perfekt ist. Ja, der gute Jonathan hat noch ein bisschen aufs Töpfchen gehen gelernt. Und ja, eigentlich, Emma ist jetzt auch gerade aufgewacht. Die hat gestern noch ein brillantes Gemälde herbeigemalt. Nicht herbeigemalt, sondern einfach nur gemalt. Und jetzt ist sie gerade aufgewacht und sprayt hier gleich mal ein wenig herum. Dann kannst du danach vielleicht einfach mal hier... Bouillabaisse essen. Was machst du? Deine vegetarischen Dimsum aufräumen. Das darfst du gerne machen. Dann, darf sie mal das Klo hier noch entstopfen. Und wenn der gute Jonathan aufwacht, was bald der Fall sein wird, dann wird sie ihn jetzt auch mal in dem Kindersitz hier füttern. Und ja, ich habe hier noch ein Töpfchen für ihn gekauft. Hier, da ist ein Xylophon. Xylophon heißt das Ding, genau. Das Buch hat schon wieder jemand rausgeholt gestern. Und dann ist hier noch eine Steckbox, sodass er auf jeden Fall gut gefördert wird. Die olle Zeitung packen wir mal in den Müll. Die andere kann ruhig auch in den Müll. Kim hat die Toilette repariert. Das ist perfekt. Lily und Irvin, meinte ich natürlich, sind immer noch süß zusammen. Das ist auch sehr schön. Dann kannst du... Ja, eigentlich... mal einfach aufs Klo gehen. Wie wäre es damit? Erst putzen und dann aufs Klo gehen. Und du, Emma, du bist hier noch beschäftigt. Dann mache ich das hier ein bisschen schneller. Perfekt. So, dann möchte sie zum Sommerfest gehen. Machen wir das mit dem kleinen Jonathan? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Der schläft immer noch. Das ist eigentlich wahrscheinlich gar keine so eine gute Idee. Deshalb würde ich sagen, wecken wir den jetzt mal auf und kitzeln ihn ein wenig, kuscheln mit ihm. Ja, und greifen ihn mit der Kralle an. Dann ist er auch auf jeden Fall sozial. Ist die Sozialfähigkeit angestiegen und dann müssen wir ihm die nächsten Tage über Laufen und Sprechen beibringen und aufs Töpfchen gehen beibringen. So, und du setzt den dann bitte in den Hochstuhl, dann wird er nämlich gefüttert. Ja, jetzt hör auf zu schreien, du. Das ist wirklich das, was ich an diesen Kleinkindern überhaupt nicht ausstehen kann, ist dieses Geschrei. Urbanes Kunstwerk, schade, ist kein Meisterwerk geworden. Macht aber nichts, ist trotzdem schön. Dann darfst du, Emma, hier aufs Klo gehen und dann noch schnell duschen. Und dann kannst du auch mal wieder hier nach einem Straßenkunstauftrag prüfen. Und dann noch irgendwo in der Stadt etwas herumsprayen. Achso, und du solltest jetzt vielleicht hier... Nee, Quatsch, wie ging das? So, und dann Essen geben, Bouillabaisse. So. Dann kriegt das Baby die Bouillabaisse. Und das ist gut, dass jetzt keiner von denen im Raum ist, denn der schreit jetzt hier so lange, bis er sein Essen bekommt. Und das ist so unglaublich nervig, wenn diese kleinen Kinder so schreien. Ja, es fängt gerade wieder an zu regnen. Das ist ja super schön im Sommer. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich... den Regen werde ich natürlich nicht ausschalten, aber... Ja, ich finde es schade, dass man nicht einstellen kann, ob das es nur wenig Regen zum Beispiel gibt oder so. Und der Zeitspion von Kim gibt immer noch Tantiemen. Das ist natürlich echt nicht schlecht. So, dann kannst du hier mal... Nee, nicht du, Emma, sondern Kim die Post nehmen einfach. Und dann hier aufräumen, weil du so freundlich bist und deiner Schwester den Gefallen tust. Und dann... Ist der Kleine hier die Bouillabaisse? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass einem Baby eine Bouillabaisse wirklich schmeckt, aber naja, sieht auf jeden Fall sehr süß aus, wie der da so x-beinig sitzt und dann sich mit der Hand schön in die Fischsuppe, ja,
Ich will nicht wissen, wie die Hand danach stinken muss. Aber es ist ja zum Glück Sims und da wird ja nur gestunken, wenn die Hygiene schlecht ist. So, dann bist du jetzt mal fertig hier mit Futtern? Ja, dann bring doch dem Kleinen gerade bei, nochmal aufs Töpfchen zu gehen. Oh Gott, was ist jetzt? Auftragsstraßenkunst, das nehmen wir natürlich an. Und dann kuscheln wir ihn kurz und bringen ihm dann bei, aufs Töpfchen zu gehen. Was machst du denn da schon wieder? Du sollst ihm nicht nochmal eine Bouillabaisse machen. So, und dann schnell bei Emma noch schauen. Die kann ja einfach hier ein Bodengemälde anfertigen. So mitten, da ist es doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja, dann gucken wir doch mal hier nach einem großen Bodengemälde. So hier. Ja, da ist doch ganz gut. Das machst du mal. Da kriegst du 1000 Simoleons für. Das ist echt gut. Und dann kann ich das hier eigentlich auch wieder entfernen. Das in die Sterne schauen hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Die wollten vielleicht nicht. Dann kannst du mal hier das Sommerfest besuchen. Und sie will 20 Lose sammeln. Dann kannst du vielleicht mal hier ein bisschen Rollschuh laufen. Und was gibt denn noch Lose? Ah, dann kann sie hier noch ein bisschen eine... Nee, die Wasserbombenschlacht machst du jetzt noch nicht. So, dann haben wir uns auf jeden Fall hier um Emma gekümmert. Kim kann eigentlich rausgehen. Sie könnte mal Timmy noch einladen, aber ich denke, das werden wir am nächsten Tag tun. Dann beschäftigt sie sich jetzt hier auf jeden Fall mit dem lieben Jonathan. Mit dem kleinen Süßen. Den brauche ich auch noch gar nicht umstylen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut so. Ich finde diesen Strampler unglaublich süß. Aber wir könnten mal der Emma ihre Nicht-Sommerkleidung, ihre Sommerkleidung anziehen. Denn es sind hier gerade 33 Grad. Und ich glaube, in langer Jeans und langem Pulli und festen Schuhen ist das ein bisschen viel. Ja. Dann geh doch hier mal gleich ans Telefon, wenn das Klöchen abgeschlossen ist. Vielleicht ist ja das der Timmy. Das wäre natürlich super schön. Ja, ist der Kleine jetzt mal hier fertig mit Kacken? Jetzt. Dann kannst du jetzt ans Telefon gehen. Und du kannst mal einfach hier Muskelparade nimm am Wettkampf im Stadion teil, bevor die Zeit abläuft, um deine athletischen Fähigkeiten zu verbessern und dir etwas Geld zu verdienen. Das machen wir auf jeden Fall. Du wirst jetzt mal erstmal hier ein bisschen spielen und Kim wird am Wettkampf teilnehmen. Dann werden wir zwar einen Babysitter rufen müssen, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn so ein Wettkampf ist doch bestimmt ganz gut. Ja, wir möchten einen Babysitter anrufen. Und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Ach, da ist hinten ist das Stadion gewesen, genau. Wie weit ist Emma hier? Die ist noch am Sprayen. Dann werde ich gerade mal schauen, das hier schneller machen. Denn so höchst interessant ist es, glaube ich, nicht. Dann schaue ich doch aber einfach mal zu Emma. So, Emma, du malst wieder ein schönes Landschaftsgemälde. Das ist auch gut. Dann mach das doch. Und der Wettkampf von Kim geht dann einfach im Hintergrund weiter. Und sie hat jetzt 1000 Simoleons bekommen und möchte 10 Bodengemälde anfertigen. Und eine Textnachricht an Corey Yu schicken, wer auch immer du bist. Corey. Corey Yu. Hier. Freundliche Textnachricht schicken, am besten bevor sie Rollschuhlaufen geht. Genau, das wollte ich sagen. So, was macht der hier? Der spielt immer noch mit seiner Steckbox. Und hier ist die Babysitterin. Die ist... Ach, das ist Corey. Okay. Oh je. Die wird den ganzen Tag wahrscheinlich nur Dart spielen. Und das ist natürlich... Ist die schwanger? Nee, oder? Das Oberteil sieht nur so aus. Weil die ist eine Teenagerin und das wäre echt gruselig. Ja, du bist hier immer noch auf dem Weg zum Sommerfest, dann mach das mal und dann zieh dich bitte auch danach mal noch um. Und zwar Huch, warum ist die Alltag 3 denn eine Badekleidung? Ah, das wollte ich nicht.
So, Outfit wechseln, Alltag 2. Mal sehen, wie das aussieht hier. Wer ist hier? Koffer, was? Christopher Eichhorn. Aha. Das ist übrigens ein super schickes Outfit. Ich finde es ein bisschen schade. Ah, nee, okay, doch. Wenn man wegzoomt, dann gibt es irgendwann so einen komischen Bug, dass sie aussieht, als hätte sie keine Hose an. Oder dieser schwarze Punkt da. Aber der ist ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Denn wenn man vom Namen ist, sieht dieses Outfit sehr cool aus und das passt sehr gut zu ihr. Nur die pinken Rollschuhe sind nicht so ihrs. Wow, Emma hat den Dreh langsam echt raus. Sie kann jetzt sogar rückwärts fahren. Das ist ja cool. Kann sie das von alleine machen oder rückwärts fahren? Mach das mal. Das sieht ja cool aus. Ja, okay, dann darfst du wieder vorwärts fahren. Du musst nicht die ganze Zeit da rückwärts fahren. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben das kleine Gemälde für 475 Simoleons verkauft. Das ist natürlich echt gut. Dann haben wir jetzt schon 11.000 Simoleons. Das ist auch super. Und der Wettkampf bei Kim ist gleich fertig. Dann können wir doch mal schauen, ob der gute Timmy zu Hause ist, wenn der Babysitter sowieso schon da ist. Nein. Soll ich den vielleicht einfach gerade resetten? Dann gehst du hier hin. Und dann können wir vielleicht den lieben Timmy einfach mal so zufällig auf die Schnelle begrüßen. Den werde ich aber jetzt noch nicht resetten. Und sie läuft hier immer noch Rollschuh. Und Jonathan spielt immer noch mit seiner Steckbox. Perfekt. Dann mach mal schneller hier bitte. Ist ja auch gleich schon da, oder? Jetzt. Oder? Komm schon. Genau. Dann Reset Sim Timmy Little. So. Ups, das wollte ich nicht. Dann besuch doch mal den Little-Haushalt bitte, meine liebe Kim. Das hast du das letzte Mal gemacht, als du mit ihm zusammengekommen bist. Emma kann jetzt mit größter Leichtigkeit Drehungen vollführen. Das ist sehr schön. Du hast es rechtzeitig zum Stadion geschafft, um teilzunehmen. Leider hast du nicht gewonnen, aber zumindest konntest du ein wenig trainieren und deine Fähigkeiten verbessern. Das ist auch sehr schön. Upsa. Ach du Schreck, wohnen die jetzt alle hier zusammen? Also Mina, Lilly und die Eltern und das Kind von Mina und Irwin Lowe. So. Ach, die haben einen Hund adoptiert. Bibi Little, sehr süß. Den Anruf bitte ignorieren. Das interessiert mich nicht. So, und du machst ihm ein Kompliment über das Haus. Dann verrätst du ihm ein Geheimnis und ihr macht bitte nochmal Schaka. So, und dann geht das Romantische los. Oh mein Gott. So, wir machen. Können wir nicht flirten? Doch hier, flirten bitte. Und dann kokett. Oh, der Arme ist sehr hungrig. Dann mach Flirten. Kann ich ihn anmachen oder so? Können wir ihm vielleicht hier. Oh Gott, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Immer diese blöden Anrufe. Oh ja, toll. Wolfgang G. Institut für Wissenschaft ist wirklich interessant. Cool. Also wirklich cool, meinte ich. Das ist schön. Oh, dieser kleine Hund ist so süß. Oh mein Gott. So, hier wird geflirtet. Dann kannst du vielleicht mal ihm noch einen Kuss zuwerfen. Und dann nochmal flirten. Und dann ihm ein Kompliment über sein Aussehen machen und ihn verliebt umarmen. Stanu. Hoffentlich geht das Händchen halten. Oh Gott, bitte lass es funktionieren. Oh mein Gott, Screenshot! Die beiden kommen wieder zusammen. In einer schönen Holzhütte. Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus. So ein bisschen runter, ein bisschen zur Seite, damit man beide sieht. So. Ah Gott, diese blöde Maus mit der Kamera verträgt sich irgendwie nicht so gut. Ja.
Du fährst immer noch Schlittschuh. Ach Gott, Emma, du Arme. Du musst nicht die ganze Zeit Schlittschuh laufen, nur so zur Info. Wer ist das denn? Astrid Partridge. Mit der können wir doch vielleicht... Ach, was Quatsch. Wir fahren jetzt einfach nach Hause. Lassen uns vielleicht noch ein bisschen das Gesicht anmalen hier. Gesicht bemalen lassen mit einer Sonne. Und dann geht's heim. So. Dann kann auch der Babysitter gehen. Und dem Jonathan geht's aber immer noch sehr gut. Dann gehen wir hier zurück zu Kimmy, den beiden. Oh, da funktioniert was. Da läuft was. Er hat ihr wohl verziehen. Tag. Ja. Können wir den schon küssen? Tief in die Augen blicken. Das können wir machen. Und dann... überschwänglicher Kuss lassen wir vielleicht mal wieder. Vielleicht lieber unvergesslich massieren. Was müssen wir machen, dass er wieder unser Freund wird? Da bin ich mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir ihm mal noch Blumen geben. Romantisches Rot. Absolut unwiderstehlich ist es nämlich schon. Aber wie können wir ihm einen Heiratsantrag machen? Und wie können wir ihn küssen? Ich kann ihn nicht küssen. Das ist sehr, 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 sehr merkwürdig. Da muss ich doch nochmal gucken, ob das hier über... Wir können ihn nicht küssen. Vielleicht können wir über Spezial das machen. Augenweide. Hoffnungslos romantisch. Schüchterner Kuss. Oh, wie süß ist das denn? Dann machen wir das nochmal über romantisch und zwar über kokett. Umarmen. Nochmal einen schüchternen Kuss. Und... Wie kriegen wir ihn dazu, dass er wieder mit uns zusammen sein will? Muss die Leiste ganz voll sein? Ich habe das noch nie gehabt, dass ich mit einem Ex-Freund nochmal zusammen kommen wollte. Bei mir versuche ich mal einen überschwänglichen Kuss. Und das muss einfach nochmal als Foto hier dazu. Das ist einfach zu süß. Das du. Okay. Und der kleine Hund dahinter. Die beiden, ey. Nein, das war nicht gut. Kim hat erfahren, dass Timmy neurotisch ist. Was war das denn? Oh, von Ex zurückgewiesen. Sims werden nicht gern zurückgewiesen, besonders nicht von jemandem, der sie einmal gemocht hat. Während sie sich den Kopf über eine solche Ablehnung zerbrechen, können sie nicht so gut Kontakte knüpfen. Oh nein! Mann, ich lerne es auch echt nie. Vielleicht können wir uns bei ihm entschuldigen. Aber immerhin können wir ihn bitten, Mitbewohner zu werden. Das heißt, er könnte schon mal einziehen. Vielleicht sollten wir uns an Schulter ausweinen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, uns an der Schulter von unserem Ex-Freund auszuweinen, dass er uns abgewiesen hat. Ja. Das ist kacke. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass wir uns mit dem wieder zusammenraufen können. Ist der immer noch... jetzt kocht der. Dann fahr halt jetzt nach Hause. Shit, ey. Das war jetzt natürlich kacke soweit. Und Emma dürfte auch wieder daheim sein. Ja, Emma kritisiert mal wieder, das ist sehr schön. Du kannst aber auch mal wieder hier ein bisschen Kunst scannen. Vielleicht einfach deine eigene Malerei hier. Kunst scannen und ansonsten, wie geht's denn dem Jonathan? Eigentlich auch ganz gut. Dann kannst du ihm vielleicht auch mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, weil du so eine liebe Tante bist. Und dann soll sich Kim unbedingt an Emmas Schulter ausweinen. Ach so, das geht nicht, wenn sie fährt. Okay.
Dann warte mal noch mit dem Töpfchen beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das macht dann doch die gute Kim. Los, beeil dich jetzt. Hier. Weine dich an Emmas Schulter aus. Und wenn ich hier sie jetzt nach der sexuellen Neigung frage. Oh, die sind so süß, die beiden. Das ist so unglaublich süß. Kommt dann, dass sie lesbisch ist? Oder homosexuell? Homosexuell. Ah ja, okay. Das ist gut zu wissen. Das kommt dann also. Ach ja. Kim hat folgendes, Timmy ist neurotisch. Ach so, ja, ja, klar, das kam ja schon. So, dann darfst du jetzt bitte deinem Sohnemann das Kacken beibringen. Nein, das kann er ja zum Glück schon. Aber jetzt wird's langsam knapp. Was machst du? Wo gehst du hin? Taggen. Okay. Wo vor allem gehst du hin taggen? Hier. Alles klar. Das ist natürlich cool, dass sie das auch selbst macht. Das ist aber sogar ein großes Tag, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, Kim, du hast sehr viel Hunger, aber dein Baby hat auch Hunger oder dein Kind. Deshalb kriegt der zuerst zu essen. So, aber dann vielleicht erstmal hier Windeln wechseln. Windel wechseln und dann in Hochstuhl setzen. Und ihn dann füttern. So. Ihm dann Futter geben. Oh Mann, er ist doch kein Tier. Ich bin echt ein Dussel. Ja, ich denke, ich werde den Part aber hier jetzt beenden, denn es ist schon wieder 11 Uhr und der Part geht schon wieder 22 Minuten. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, toll. Jack Preston und Marissa Hager heiraten. Das ist sehr schön. Nur ich krieg's irgendwie nicht gebacken hier mit dem guten Timmy. Das ist echt nicht so leicht. Die arme Kim, die tut mir wirklich sehr leid. Ja, ich hoffe, die beiden kriegen es irgendwie noch gebacken hier. Es sind nur noch 4 Stunden, dann ist sie vielleicht wieder abgeregt. Auf jeden Fall sind die beiden schon ein gutes Stück vorangekommen. Also die sind ja jetzt schon echt dicke. Vielleicht können wir ihn einladen oder so. Was? Timmy Little ist mit Blake Grayson zusammen? Oh mein Gott, das habe ich jetzt erst bemerkt. Oh shit, oh shit. Da müssen wir Blake Grayson irgendwie loswerden. Aber das ist doch eine Oma. Was willst du denn von der? Na gut, wir werden uns da jetzt nicht drum kümmern, sondern das ist dann Thema des nächsten Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Tschüss! Don't try and fool me. Nice people there in St. Louis. Thought you'd like to see some. See. With every power arming to the teeth.